Hey Leute, Coach Steph hier und heute habe ich ein neues Rückenworkout für euch, mit dem ihr daheim mit dem eigenen Körpergewicht komplett ohne Geräte trainieren könnt. Fokus, oberer Rücken, das heißt hintere Schulter, Nacken, Trapez, Rhomboideen, den Latissimus, also kompletter oberer Rücken ist hier drin. Und das Workout findet auf Level 1 statt, das heißt für Anfänger. Keine technisch komplexen Übungen, keine Sprünge und absolut kein Equipment. Also keine Klimmzugstange, keine Dipbarren, kein Slingtrainer, gar nichts. Ja, nichtsdestotrotz ist das Ganze hier nur eine Übergangslösung für den Einstieg. Denn um langfristig effektiv daheim den Rücken trainieren zu können, braucht ihr eine Möglichkeit, um euch gegen die Schwerkraft ziehen zu können, damit keine Disbalancen entstehen. Ja, also das hier wirklich nur Einstieg, Übergangslösung. Wie jeden Sonntag, auch diesen Sonntag wieder ein Gewinnspiel. Wenn ihr innerhalb der ersten 30 Minuten, nachdem dieses Video online gegangen ist, unten einen Kommentar da lasst, dann könnt ihr eine Pro-Version meiner Hybrid-Trainings-App gewinnen, wo alle Programme, alle Ernährung, komplett alles drin ist. Von daher unten kommentieren. Viel Glück und ich hätte gesagt, genug geredet, legen wir los mit dem Workout. Auf dem Plan stehen 6 verschiedene Übungen und wir machen die Übungen nacheinander weg. Übung 1, 2, 3, 4, 5, 6, das ist eine Runde und davon machen wir heute 3 Stück insgesamt. Pro Übung machen wir jeweils 20 Wiederholungen. Falls ihr irgendwie zu langsam seid, ich zu schnell, macht ihr eben so viele wie geht, aber 20 pro Übung, 6 Übungen, 3 Runden. Vor jedem guten Workout steht ein gutes Warm-up. Wir machen uns also kurz warm, alle wichtigen beteiligten Gelenke einmal durchbewegen, die Muskulatur ein bisschen aufwärmen, den Puls hochjagen, die Atmung erhöhen und dann legen wir los. 3, 2, 1, let's go. Macht euch locker, stabiler Stand, wir kreisen die Arme nach hinten, auf geht's. Wechseln die Richtung, kreisen die Arme nach vorne, wirklich große Kreise machen, eng am Ohr vorbei. Machen hier mit gestreckten Armen kleine Kreise nach hinten. Richtungswechsel, kleine Kreise nach vorne machen. Und wir lockern die Arme, breiter Stand, drehen den Oberkörper nach hinten. Wir machen auch immer den Rumpf ein bisschen warm, egal welche Muskelgruppe wir trainieren. Wir neigen uns hierbei nach hinten. Und gehen diagonal zu den Füßen hier runter. Wichtig, dreht den Oberkörper auch ein. Kommen hoch und hier die Ellenbogen kreisen. Wechseln, andere Richtung, immer noch Ellenbogen. Nehmen die Handgelenke, wie hier an der Boxbirne, bisschen Koordination, schnell sein, Gas geben. Andere Richtung, Richtungswechsel, jetzt rückwärts. Und wir lockern, nehmen die Arme nach vorne, machen Fäuste, aber richtig fest zusammen für die Unterarme, pumpen hier richtig. Selbes Spiel zur Seite, hier immer noch Fäuste machen.
Und nochmal nach oben, auch wenn die Arme schwer werden. Ihr merkt langsam das Blut in den Unterarmen, wenn ihr richtig pumpt. Und wir lassen locker, atmen durch, stellen uns hin und drehen den Kopf nach rechts und nach links. Machen jetzt Halbkreise. Und bewegen die Schultern hier nach hinten. Große Kreise machen. Sind gleich fertig. Vorne, andere Richtung kreisen. Und wir nehmen nochmal die Deckung hoch und schlagen einfach gerade nach vorne. Letzten paar Sekunden. Und wir atmen kurz durch. Das war das Warm-up. Das war das Warm-up. Trinkt ganz kurz was, kommt ein bisschen runter und wir starten gleich mit der ersten Runde. Ich erkläre euch jede Übung kurz, dass ihr wisst, wie geht die Technik, wo sind die Fehlerquellen, was muss ich machen. Und dann machen wir diese 20 Sekunden, machen wir eben diese Übung, bevor wir dann zur nächsten Übung weitergehen und ich da wieder die Technik erkläre. In der zweiten Runde später erkläre ich es dann nicht mehr. Da machen wir dann einfach nur noch 20 Sekunden Satzpause, bevor wir zur nächsten Übung weitergehen. Also, kurz nochmal was trinken, bisschen stretchen, bisschen atmen. Flasche zur Seite stellen und dann legen wir los. Bei den Arms Up machen wir genau das, was der Name sagt. Wir legen uns auf den Bauch und nehmen die Arme nach oben. Und zwar gestreckt hier hoch. Machen die Arme möglichst lang, reißen sie richtig hoch und merken dann nicht nur die Schulter, sondern natürlich auch den oberen Rücken. Ist sehr anstrengend, da wir einen langen Hebel machen. Also müsst ihr die Arme auch wirklich durchstrecken, damit ihr wirklich Gewicht auch bewegen müsst und machen davon 20 Wiederholungen. Macht euch bereit. 3, 2, 1 und Arme hoch. Single Arms Up funktionieren so wie die Arms Up vorhin schon, nur eben mit einem Arm. Sprich, wir starten hier vorne und dann mit einem Arm, bam, Tap auf die Oberschenkelrückseite, immer im Wechsel, großen Bogen machen, Arm ist gestreckt und der andere bleibt in der Luft. Und dann merkt ihr ordentlich den Latissimus. Unterer Rücken macht hier auch mit, weil es eine Extension ist, aber ist auch eine der anstrengenderen Übungen heute. Von daher macht die Technik nicht falsch, wir machen 20 insgesamt. Also 10 links, 10 rechts, 3, 2, 1, let's go. Bei den Full Range Flies machen wir genau das, was der Name sagt. Wir nehmen die volle Range mit, starten hier vorne, Hände zusammen und ziehen sie dann hier in der Luft einmal nach hinten durch. Handrücken hier über dem Hintern,
zusammen und gehen dann wieder vor, eine schöne dynamische Bewegung, nehmen die ganze volle Range of Motion mit und arbeiten hier. Ist eine der anstrengenderen Übungen, vor allem hinterm Hintern zusammenzukommen, ist gar nicht so leicht, vor allem wenn man ein bisschen Booty hat, aber darum geht's, soll ja auch anstrengend sein. Also macht euch bereit, Full Range Flies, 3, 2, 1, let's go. Die Reverse Flies sind ähnlich wie der Butterfly Reverse im Fitnessstudio, nur eben in Bauchlage und wir haben die Arme als Körpergewicht und machen hier kleine Bewegungen nach oben. Wichtig, nicht mit dem Oberkörper hoch, sondern wir nehmen die Arme hoch und gucken, dass sie hier ungefähr neben den Ohren sind, also nicht hier auf Halbmast, sondern schöner langer Hebel und reißen die hier wirklich hoch, haben natürlich im Fokus die hintere Schulter, machen 20 Wiederholungen, macht euch bereit, 3, 2, 1, let's get it. Die Single Full Range Flies funktionieren so wie die normalen Full Range Flies, nur eben mit einem Arm. Wir gehen hier nach hinten, Tap nach vorne und auch hier wirklich über den Hintern mit dem Handrücken einmal tappen und der andere Arm bleibt in der Luft gestreckt. Auch hier 20 Stück insgesamt, heißt 10 mit dem linken Arm, 10 mit dem rechten Arm und dann haben wir die Übung auch durch. Also macht euch bereit, 3, 2, 1, hier wird gearbeitet. Bei den Hip Flies legen wir uns auch wieder auf den Bauch und nehmen die Hände, die Arme neben die Hüfte, deswegen heißen die Hip Flies und gehen hier nach oben. Große Bewegung, so hoch wie es geht, richtig nach oben mit den gestreckten Armen und wir trainieren damit natürlich die hintere Schulter. Wir haben den langen Trizepskopf dabei sowie den Latissimus, weil wir richtig schön in die Extension im Schultergelenk gehen. Brennt ein bisschen, 20 Wiederholungen, ganz einfache Übung, macht euch bereit, 3, 2, 1, let's go. Das war die erste Runde. Wir machen gleich mit der zweiten Runde weiter. Wie schon gesagt, ich erkläre jetzt nichts mehr. Wir arbeiten einfach nur noch die Übungen ab. 20 Wiederholungen, 20 Sekunden Satzpause, 20 Wiederholungen, 20 Sekunden Satzpause und ziehen komplett die Runde durch. Also, macht euch bereit, trinkt vielleicht noch ganz kurz einen Schluck, kommt wieder ein bisschen zur Luft. Ich weiß ja nicht, wie es anstrengend für euch ist, aber dann würde ich sagen, Zähne zusammenbeißen. 3, 2, 1, los geht's.
Okay, das war die zweite Runde. Wir kommen zur dritten und letzten Runde. Und ich weiß, die Muskeln brennen ein bisschen. Schwierig, die Arme langsam hoch zu bewegen. Aber es gehört nun mal dazu. Ja, zieht es einfach durch. Guckt, dass ihr es bis zum Ende durchhaltet. Macht es so gut, wie ihr könnt. Darum geht es heute. Ja, und ihr müsst jede Übung nur noch einmal machen. Ja, 20 Wiederholungen hier, 20 Wiederholungen da, 20 Sekunden Satzpause. Und dann sind wir auch gleich fertig. 3, 2, 1. Hier wird gearbeitet.
Und das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid ein bisschen ins Schwitzen gekommen. Und wenn das Workout jetzt zu leicht war, dann guckt nach einem Workout auf Level 2. Das für Fortgeschrittene, da geht's ein bisschen mehr zur Sache. Und falls das Workout zu anstrengend war, dann macht's einfach häufiger, immer so gut wie ihr könnt, dann werdet ihr nach und nach besser, ist eben ein Prozess. Und wenn ihr ein Trainingsprogramm sucht, mit dem ihr langfristig arbeiten könnt, effektiv Fortschritte machen könnt, dann holt euch meine Hybrid-Trainings-App. Dort haben wir einmal zum Beispiel 8 Weeks Body Transformation, wo du abnehmen, zunehmen, Gewicht halten kannst, das Ganze im Fitnessstudio oder daheim, flexibel, je nachdem wie viel Zeit du hast. Ernährung ist dabei, wir haben Technik-Tutorials dabei, du kannst wählen, will ich 3, 4, 5 Mal die Woche trainieren, also du bist richtig flexibel, richtig, richtig schön zusammengestellt mit Videos. Wir haben aber auch sowas wie den 4-Week-Mini-Cut, wo ideal ist, wenn man nochmal schnell ein bisschen Fett loswerden will, für die Hochzeit, für den Urlaub, für ein Fotoshooting, für Tag X, wo man nochmal richtig runterkommt. All das, wie gesagt, in der Hybrid-Trainings-App und noch viel mehr. Link ist unten, zieht es euch rein, könnt die App kostenlos runterladen und da unten findet ihr auch ein Kommentarfeld, da könnt ihr einen Kommentar da lassen. Mal abgesehen von dem Gewinnspiel heute, auch gerne Feedback, Lob, Kritik, Wünsche, was wir als nächstes auf dem Kanal machen, auch immer unten rein. Ansonsten Kanal abonnieren. Coach Steph, wir sehen uns bis dann. Peace.